Jo, sind wieder bei Pokémon Weiß 2. Immer noch hier in der weißen Baumhöhle mit Christian zusammen. Hi. Hallo. Ich bin gerade verfolgt werden tun. Von wem denn? Von Milben. Die sind echt böse, weißt du das? Von Staubmilben. Ihhh. Zombie-Staubmilben. Entschuldigung. So, wir haben auch direkt schon den Typen hier gefunden. Ist der hässlich? Ja, so ein bisschen. Ein Ranger halt. Ja. Ja. Apropos Ranger. Wunderschöne Überleitung. Denke, die Überleitung. Guck mal, ich habe Cheftrainer Dennis gefunden. Cheftrainer Dennis. Ranger, Pokémon Ranger und Pokémon Spin-Offs allgemein. Ja. Was hältst du denn von den ganzen Pokémon Spin-Offs? Sind okay. Also Begeisterung klingt anders in den meisten Fällen, sage ich mal. Kurz mal zwischendurch, Kopfstoß war eine Gesteinsattacke, oder? Ja. Die könnte mir ziemlich wehtun von Irokex. Ja. Aber sie ist physisch, das heißt, du hältst auch gut was aus. Aber ich habe gerade Hausbruch eingesetzt, aber mal gucken, wie viel Kreuzschere abzieht. Reicht wahrscheinlich nicht mal. Na, ist auch 3 Level höher als ich. Wow. Jetzt trollt er dich. Ein bisschen. Ja, Pokémon Snap ist großartig. Würdest du den zweiten Teil für die Wii U wünschen? Ja, mehr als alle anderen Spin-Offs jemals mit allen Pokémon. Das wäre ziemlich geil. Ich verstehe immer noch nicht, warum man das nicht macht. Ich wette dir, das würde sich verkaufen wie blöd. Oh ja, wenn du bedenkst, das könntest du einfach schön mit dem Gamepad als Kamera machen. Ja, aber das ist, glaube ich, auch das Problem, tatsächlich, dass Nintendo da nicht ganz sieht, wer eigentlich die Zielgruppe, die Hauptzielgruppe von Pokémon ist. Das sind nämlich tatsächlich die Kinder, die damals Rot-Blau gespielt haben. Mhm. Das ist so witzig. Bei jeder Umfrage, die du dir angucken kannst, sind die meisten über 20. Natürlich nicht nur, aber schon so 60%. Boah, das kann ich mir vorstellen. Das finde ich total witzig. Aber egal. Ja, Pokémon Stadium, beide Teile sind auch großartige Spin-Offs. Stadium habe ich leider selbst nie wirklich besessen und auch nie so groß gespielt. Aber Pokémon Stadium 2 viel? Hast du einfach... Ja. Du campst halt. An sich ist es ja nur ein Ding, damit du deine Pokémon in 3D kämpfen sehen kannst. Aber da gab es so viele schöne kleine Features und auch die... Minispiele, glaube ich, gab es ganz viele auch, ne? Ja, die Minispiele waren cool. Dann natürlich noch die Arena-Leiterburg. Ohohoho. Das kommt irgendwie bekannt vor. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wer sich da inspiriert hat. Dann bin ich einfach von mir inspirieren lassen vor 15 Jahren oder wann auch immer das rauskam. Ja. Ja, und außerdem gab es eine Pokémon-Schule, bei der du alles gelernt hast, was du damals noch nicht wusstest mit EVs und so ein Kram. Echt? Das gab's da schon? Das Wobei, ja ob sie EVs erklärt haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie das Kampfsystem erklärt. Oh. Anhand des Beispiels, was ich nie vergessen werde, weil das Beispiel einfach so perfekt war. Was denn für eins? Die haben erklärt, Tauros, Situation Tauros gegen Mantax. Mhm. Und die haben dann eine Attacke wählen lassen. Jeder natürlich, ihr Donner natürlich, logisch, ne? Mhm. So, dann haben sie erklärt, warum Bodycheck wesentlich mehr Schaden macht als Donner. Weil Mantax pervers hohe Spezialverteidigung, Tauros verkrüppelter Spezialangriff ist auf jeden Fall effektiv, aber da auf der anderen Seite ein Stab-Angriff mit einem monstros höheren Angriff und einer schlechten Verteidigung, haben sie gezeigt, hier, Bodycheck macht mehr Schaden als der Donner, auch wenn er nur neutral effektiv ist. Das ist cool. Und haben das dann alles anhand von Lektionen erklärt. Ohne Witz. Ich leiste mal aus oder so, du musst es mal spielen und die erklären einem das komplette Kampfsystem mit Items, mit und du musst dann auch eine Prüfung absolbieren, also es gibt eine, es ist eine richtige Akademie, es gibt halt die theoretische Prüfung, dann musst du das alles durchlesen und dann gibt es die praktische Prüfung, dann musst du das anwenden. Hm. Zum Beispiel solche ganz simplen Sachen wie, dein Gegner hat ein Pokémon, was nur fliegen kann. Mhm. Und du hast mit deinem Pokémon eine Schwäche gegen Flug, hast aber die Attacke Schaufler und bist langsamer. Mhm. So, und da musst du halt aussuchen, aus 6 Pokémon darfst du 3 mitnehmen, mit denen du das Team besiegst von ihm. Und da musst du natürlich gucken, ne? Da hast du dann auch Elektro-Pokémon so zur Auswahl, die aber vielleicht einfach zu langsam sind. Mhm. Oder einfach zu wenig Verteidigung haben oder sonstiges, deswegen wahrscheinlich sogar tatsächlich verlieren würden oder einfach keine Elektro-Attacke drauf haben. Und da musst du dann auswählen und dann dich prüfen lassen und den Kampf natürlich auch gewinnen. Das ist cool. Das ist sehr, sehr episch. Das gab's nie wieder. Das gab's nur in der zweiten Gen, also zu Pokémon Stadium 2. Das war so gut. Ich habe so viel Spaß daran gehabt. Bei mir war das Problem, ich hatte einfach nie einen N64.
Deswegen bin ich auch nie in den Genuss von Snap oder Stadium wirklich über lange Zeit gekommen, sondern nur, weil ich mal bei anderen gespielt habe. Ja. Es war sehr schade. Ja. Ich wette übrigens, dass Hytera das nicht überlebt. Ich habe gerade überlegt, greife ich das Scharnier einfach mal aus Spaß mit Flammenblitz an, aber ich glaube, das hätte mir sehr wehgetan. Ja, das wäre eigentlich mal lustig gewesen. Ich habe zwar den Sägesang drauf, wodurch ich wieder ein gutes Stück wieder heile, aber... Das wäre mal eine coole Challenge. Welches Pokémon könnte sich selbst am meisten Schaden machen? Oder vielleicht sogar killen? Also man müsste ein Pokémon machen, was auf jeden Fall one-hitted und vielleicht wenig KP hat, um drauf zu gehen. So eine Glaskanone quasi einfach. Irgendein Pokémon, das wäre echt lustig. Ja, Pokémon Mystery Dungeon finde ich ganz okay, ist in Ordnung. Also das ist für Fans der Reihe sicherlich gut, aber ich mag das Genre einfach nicht. Das weißt du ja. Ich finde Mystery Dungeon an sich gar nicht so schön. Gar nicht so schön, ganz genau. Nee, gar nicht so doof. Also vor allem der zweite Teil, den finde ich sehr schön. Ja, der zweite hat eine schöne Geschichte, finde ich. Aber wie gesagt, das Gameplay mag ich halt einfach nicht. Ja, der vierte, auch wenn viele immer sagen, der vierte Teil, scheiße. Ich finde den vierten eigentlich sogar besser als den ersten. Also der zweite ist sowieso ganz vorne, aber der vierte finde ich dann schon mal besser als den ersten. Und ich weiß, der vierte ist der langsamste von allen. Das so auf. Das ist ja leider gut. Das Problem ist halt, es liegt ja nicht selbst am Spiel, sondern eher, weil die da irgendeinen Schmarrn bei der Übersetzung oder irgendwie sowas gemacht haben bei der Lokalisierung. Echt? Weil im Original ist es genauso schnell wie alle anderen, habe ich gehört. Okay. Es liegt wirklich einfach nur an der europäischen Version, dass die so langsam ist. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was sie da für einen Quatsch gemacht haben, aber an sich, ich sag mal so, es wäre ein vermeidbarer Fehler gewesen. Was ich halt immer höre, ja? V-Roulette, wollte ich nur sagen. Ja, gut. Also, was halt so ein bisschen doof ist, halt, dass sich das Spiel, bis es in Fahrt kommt, leider so ein kleines bisschen zieht. Weil es dann erst irgendwie so ab einem Drittel, Drittel, halb des Spiels, dass erst so richtig alles kommt und dann wirklich so schön alles nacheinander. Wobei ich das generell das Gefühl habe, dass es so ein kleines Mystery-Dungeon-Problem ist, außer beim ersten jetzt vielleicht. Ja, das zweite baut sich wenigstens so schön auf, nach und nach, mit den ganzen Zahnrädern. Das stimmt, aber oft dauert es mir einfach zu lange, dass irgendwas passiert, weil du dann erstmal 1000 Missionen machen musst. Das fand ich immer so ein bisschen... Ich fand das mit der Mission immer ganz schön... Was ich beim vierten halt stört mit der Mission, du kannst halt nur eine Mission auf einmal machen. Okay, der Torwächter ist alleine. Gut zu wissen. Ja, nur eine Mission auf einmal, das fand ich halt ein bisschen doof. Ja, das ist wahr. Weil wenn du bedenkst, du konntest in den ersten beiden, glaube ich, 5 Missionen. Mhm. Oder zumindest im zweiten konntest du auf jeden Fall 5 Missionen. Oder kannst du quasi 5 aus einem Dungeon nehmen, gehst du rein, machst die alle, kriegst deine Belohnungen und fertig ist. Und so, eine Mission, okay, abgeben, suchen wir uns die nächste Mission. Ja. Aber an sich, ich fand es zwar trotzdem ein sehr schönes Spiel. Ich bin ja gespannt, wie Super Mystery Dungeon wird. Ja, vor allem, weil du hast auch wieder, genau, die Starterauswahl war auch ein kleines bisschen ernüchternd, sag ich mal. Ja, stimmt. Und vor allem, wenn du einfach einen Milzer nimmst, am Anfang bist du sowieso OP, weil sobald du den Doppelhieb kannst, kannst du, glaube ich, damit alles gefühlt one-hitten. Wow. Weil Multi-Hit-Attacken in Mystery Dungeon, ne? Ja, sind leider sehr OP. Kugelsaat, sag ich nur. Selbst Furienschlag ist OP. Ja. Das ist ein bisschen seltsam, aber... Du darfst dich halt nicht darauf verlassen, wie die Attacken im wirklichen Spiel wirken. Ich finde übrigens Shuffle und Link-Battle machen auch sehr viel Spaß, so als Zeitvertreib. Ja, ich hab ja auch. Also Shuffle kam ja bei uns, glaube ich, Anfang des Jahres. Da hatte ich es schon ziemlich lange gespielt und in letzter Zeit habe ich auch wieder so ein bisschen ausgepackt. Das ist für zwischendurch echt... ziemlich cool eigentlich. Ja. Es macht doch sehr Spaß. Und Link Battle, glaube ich, ist so ziemlich genauso gewesen. Ich glaube, das ist das gleiche. Ich habe Shuffle nie gespielt, aber es sind die gleichen Icons wie bei Link Battle. Und es sah auch irgendwie, als ich mal zugesehen habe, fast genauso aus. Deswegen dachte ich, nehme ich Pokémon Candy Crush wieder. Ja, Candy Crush halt, genau. Okay. Ja. Pokémon Ranger. Ja. Finde ich ganz gut. Auch wieder. Es ist halt ganz gut. Also ich mag den ersten Teil, den zweiten fand ich nicht so toll. Boah. Was aber primär weniger am Gameplay lag, als an der Geschichte und den Charakteren. Und dem etwas dämlichen Team. Ja, und den Dialogen. Das fand ich einfach, also das Storytelling fand ich nicht gut. Aber Bodo! Bodo! Ja, der hatte aber auch nur Charakter, weil ich ihn so gemacht habe. Ja, gut. Aber ja,
Ich finde das Gameplay ganz, also auch, ist auch eher sowas Kurzweiliges. Also auf Dauer würde ich da nicht so viel Spaß dran haben, glaube ich. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ich bin mal gespannt, wie der dritte so ist. Ich hoffe eher wieder mehr wie der erste. Also ich habe vom dritten letztens auch erst Let's Play gesehen und ich fand es auf jeden Fall schon sehr schön aus. Also, Sie können ruhig die Neuerung vom Gameplay aus dem zweiten übernehmen, aber so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass der Story, dass der Erzählstil wesentlich angenehmer war am ersten. Hm. Das weiß ich jetzt gerade so nicht. Dass die so dann erst dann selbst spielst, ne? Ja. Hm. XD und Colosseum sind auch ganz nett. Ja, die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber auch da ist es wieder das Problem, dass sie so langsam sind, jedenfalls Colosseum. Ja gut, an sich das Spiel war ein ganz cooles 3D-Abenteuer, doch, hat Spaß gemacht. Und wenn du die ganzen Krypto-Pokémon lösen, hat in Colosseum ein bisschen gedauert. Ja. Weil nur durch Kampf in XD wurde das halt durch diesen, wie ist der, Krypt-Orbis, glaube ich, ein bisschen aufgehoben. Oh, der hat sogar eine Beere gegen Wasserattacken. Bringt ihm trotzdem nichts. Aber nix. Das ist ein Geowatz, warum, das ist voll die Verschwendung. Dann macht das Auto Tummy. Das ist aber schon zumindest ein kleines bisschen stilvoller als einfach nur Steinpolitur. Ist schneller als ich, what? Ach ja, ich vergaß. Neptun ist nicht gerade der schnellste. Ja, es ist Arturai, was erwartest du? Ja. Der nutzloseste Starter aller Zeiten. Arturai? Naja, jedenfalls einer der nutzlosesten. Finde ich jetzt gar nicht mal so sehr. Echt? Was findest du denn schlimmer? Meganie. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Das ist mir aber auch direkt eingefallen. Meganie ist wenigstens noch recht bulky. Naja. Ich weiß nicht. Mag Meganie trotzdem nicht. Ich auch nicht. Ja, absolut. Könnt ihr mir bitte mal irgendwann einen Hinweis geben? Du hast da Kohle übersehen. Ah, das habe ich also. Gibt es noch andere Spin-offs? Mir fällt gerade nichts mehr ein. Warte, lass mich mal umdrehen. Conquest, ja, aber das habe ich noch nicht gespielt. Conquest habe ich gespielt vor einigen Monaten. Aber ich glaube, dass es sehr gut ist, so wie es aussieht. Ja, das ist ziemlich cool. Es dauert nur so ein bisschen, sage ich mal, am Ende. Oder sagst du, die Story kriegst du eigentlich doch relativ fix durch. Und was ich auch sehr schön finde, die Übersetzung oder allgemein das Englisch in diesem Spiel ist so angenehm, das kannst du so leicht verstehen und übersetzen. Das ist gut. Ja. Hätte ich es ja auch noch machen müssen. Also, ich habe es ja gespielt und ich habe gemerkt, dieses Englisch ist so angenehm. Was ich aber... Weiß ich, du hast die Story halt relativ fix durch, wenn du es spielst, und hast am Ende halt eine ganze Menge Bonusmissionen noch, und die ziehen sich teilweise echt sehr lange, wenn du die alle machst. Okay. Weil du da gefühlt nochmal das ganze Spiel in einer Bonusmission nochmal durchspielst. Wo du es gerade erwähnst, apropos ziehen, Poképark Wii. Oder Poképark 2. Den habe ich ja nicht gespielt. Ja gut, den Poképark Wii haben wir ja beide Let's Played, relativ zeitgleich. Ja. Zufällig vor allem auch noch. Poképark wäre, glaube ich, so ein Spiel, das würde ich auch problemlos jedem Kind in die Hand drücken. Ja, das ist... Also kleinem Kind, sehr kleinem Kind. Das war echt doch ein doch schönes Spiel. Das ist ganz putzig. Auch da ist ein bisschen unnötig, dass man alles abschließen muss mit jedem Pokémon. Das ist ein bisschen blöb. Aber ansonsten, ja, warum nicht, ne? Das kann man gern mal so zwischendurch auch spielen. Selbst auch als Erwachsener. Ja, so. War ganz putzig. Bist du der Torwächter? Ey, das ist nicht Sangan. Nicht? Ich nehme mich gerade die ganze Zeit um, zu gucken, ob ich noch irgendwelche Pokémon-Spiele in meinem Regal sehe, die wir noch nicht genannt haben. Battle Revolution. Ach so, ja gut. Also ich hatte damals viel Spaß damit, auch wenn es ja hart kritisiert wurde. Ja gut, du konntest halt eben nur kämpfen und sonst nichts. Ja, es war auch im Vergleich zu Pokémon Stadium echt schlecht, aber ich habe es trotzdem kurz mal zwischendurch gespielt, muss ich sagen. Skantec war Gift und Licht, ne? Ja. Okay. Aber ich habe es trotzdem viel gespielt tatsächlich, einfach weil ich die ganzen Typen da klatschen wollte. Vor allem irgendwann gab es einen, ich glaube das war sogar im Masterstadion oder so, da war irgendeiner, der kam irgendwann mit Groudon an. Wow. Und danach mit Kyogre, das haben die ja irgendwann gemacht, das war immer so, war bei Colosseum ja auch so, dass die irgendwann mit legendären Pokémon ankamen. Mhm. Und weil ich das erste Mal mich da mühsam da durchgeprügelt habe, mühsam, weil die teilweise so ganz gemeine Strategien hatten, weil irgendwie, glaube ich, der dritte Trainer war einer, der nur mit Hagel und Schneemantel gearbeitet hat. Boah. Ja, Ich weiß, warum eine Evasion Clause schön ist. Richtig, das war dann total für den Arsch. Ja, das kann ich mir denken. Aber als ich dann bei dem gegen den Groudon-Typen gekämpft habe, habe ich dann verloren irgendwie. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass ich total happy war, als ich das zweite Mal mich durchgekämpft habe ich den nämlich total easy weggeklatscht.
weil ich einfach den Ultra-Counter gegen Groudon hatte damals. Der da wäre? Kokobai. Okay. Chlorophyll-Solarstrahl? Ja, Chlorophyll-Solarstrahl, Live-Orb, tschüss. Gut, wieso auch nicht? Das war mal ganz lustig, genauso wie Capoeira, sag ich schon, wie Capoeira. Ja, Hautcounter gegen Kyogre war damals. Hat alles überlebt von Kyogre. Mhm. Und Energieball oder Gigasaug und sowas. Auch mit Wahlglas, Live-Orb oder so. Und hat auch sehr viel Schaden gemacht, wenn nicht sogar One-Hit. Ja. Ich glaub, bin nicht sicher, ob es One-Hit war. Ich glaube ja nicht, aber viel Schaden auf jeden Fall. So, hier haben wir auch keinen Torwächter. Na, haben wir sonst noch welche Spin-Offs? Hatte ich die schon? Ja, aber die habe ich alle nicht gespielt. Pokémon Dash. Dash habe ich letztens ein Dingens von gesehen. Ja, es ist ein Let's Show. Das ist echt nicht gut, das Spiel. Das kann ich, glaube ich, echt so sagen. Und Pinball würde ich ganz gerne mal spielen, tatsächlich. Hm. Die alten. Ich glaube, das Pinball habe ich damals sogar wirklich noch gespielt. Ich glaube, das kann, also das sah ganz lustig aus. Ich habe damals mal zugesehen, aber ich weiß nicht, wie das heute so wäre. Ne? Man kennt das ja, wenn man Sachen aus der Kindheit in Erinnerung hat und dann irgendwann nochmal sieht und merkt so, ey, Moment mal. So schön war das eigentlich gar nicht. Ja. Ach ja. Das ist immer noch nicht der Torwächter. Und Pokémon, wie heißt denn das? Rumble? Ist das Rumble mit den Bällen? Ja. Da gibt es ja, glaube ich, eins für den DS oder 3DS, glaube ich. Und dann für die Wii U gab es ja noch eins. Und da kam ja jetzt ja noch ein neues für den 3DS raus. Aber da habe ich keine Ahnung von. Für die Wii gibt es doch auch eins. Oder für die Wii U sogar. Für die Wii U, Rumble U halt. Das habe ich auch gespielt. Und naja. Es ist witzig, aber... Und was ist mit Pokémon Tastenabenteuer? Das ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Das macht sogar so ein bisschen Spaß. Und die Bossmusik. Ich sag dir, die Bossmusik ist ein episches Meisterwerk. Halt, es gibt Bosse in einem Tastaturlernspiel. Ja, die musst du dann, du musst schnell genug die ganzen Tasten dann wegdrücken, die dir entgegenschießen. Und dann musst du den Namen am Ende eintippen. Was teilweise ein bisschen gemein ist, bei Ho-Oh musst du den Strich noch mit eingeben. Pokémon, wie heißt das auf Englisch? Type Adventure. Typing Adventure vielleicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wie gesagt, das Boss-Theme. So genial. Typing Adventure tatsächlich. Hm. Hey, das Boss-Theme wird mir sogar schon vorgeschlagen. Wenn ich einfach nur Typing Adventure eingebe. Joa, ne? Ich hatte eben noch einen Spin-off im Kopf. Was habe ich jetzt vergessen? Oh Gott, wenn ich das Pikachu schon auf dem Cover sehe. Furchtbar. Was haben sie mit Pikachu gemacht? Das Pikachu sieht aber echt schlimm. Also sieht ja richtig schlimm aus in dem Spiel. Holy shit. Ja, die sehen alle ein kleines bisschen seltsam aus, glaube ich. Pikachu voll den runden Kopf. So, der Torwächter ist eine Frau, die im Kreis läuft und sich auch im Kreis dreht. Jetzt habe ich wenigstens endlich mal einen Anhaltspunkt. So einen richtigen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo sie ist. The Legendary Starfy. Wollte ich mal nicht mal anmerken. Moment, bist du vielleicht? Bist du der Torwächter? Ja, du bist der Torwächter. Okay, nicht sie läuft im Kreis, sie dreht sich im Kreis. Habe ich das falsch gelesen? Für die hast du noch Zeit. Bitte? Für die hast du noch gut Zeit. Ja, ja, hallo, Staraptor. Yo, ist gut. Ach ja, Merkur wird etwas angeschlagen. Etwas. Mann, ich hab doch ein Tastenabenteuer, wollte ich schon sagen. Ich hab doch noch einen Spin-Off im Kopf gehabt gerade. Was hätten wir denn noch an Spin-Offs? So langsam bin ich auch, glaube ich, durch mit, mit der Liste von Spin-Offs. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? In den letzten paar Minütchen. Was denn? All Pokémon Games. Joa, ne? List of all Pokémon. Ah, ich weiß, welches ich eben noch im Kopf hatte. Das Trading Card Game für den Game Boy Color. Natürlich. So ein gutes Spiel. Sehr gut sein soll. Ich wollte es unbedingt mal spielen. Hast du es nicht gespielt? Ich habe es als Kind dauerhaft gespielt. Leider nicht, leider nicht. Ich habe auch irgendwann mal in irgendwelchen Zeitschriften gesehen, oh, Pokémon Trading Card Game 2 und so. Dachte mir, oh ja, geil. Und das kam leider nie bei uns raus. Ja, das war so nicht traurig. Also, Jan, ich guckte mal. Da waren die ganzen Editionen, Trading Card Game. Pinball nochmal. Mystery Dungeon, Mystery Dungeon, Mystery Dungeon, Mystery Dungeon.
Ranger, Pokémon Stadium? Achso, andere Release. Colosseum, XD, Battle Revolution. Hey you, Pikachu. Was war das denn nochmal? Ich habe keine Ahnung. Dennis hat es mir neulich mal erklärt und ich habe es wieder verdrängt, weil es scheinbar nicht so gut sein soll. Pokémon Channel gibt es übrigens noch. Ja gut, Channel, was eigentlich nur dafür da ist, um den Jirachi zu holen. Jirachi zu holen, ja richtig. Der einzige Sinn und Zweck, weil es sonst einfach nur eine Anime-Folge ist, die du immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder von vorne guckst. Diese Pichu-Brüder, ne? Du hast einen Film freigeschaltet, guck sie dir an. Okay, ja. Du hast einen weiteren Teil des Films freigeschaltet, guck dir den Film noch von Anfang an. Was? Richtig. Du hast einen weiteren Film freigeschaltet, guck dir den Film nochmal von Anfang an. Stellt euch das wie folgt vor. Ihr schaltet halt während des Spiels relativ schnell Minuten von einer Anime-Folge frei. Und eine Folge geht also 20 Minuten. Und ich glaube, man schaltet, keine Ahnung, wie viel es ist, aber sagen wir mal, ihr schaltet eine Minute frei. Dann müsst ihr euch jedes Mal die ganze Folge wieder von vorne unüberspringbar ansehen. Oh ja. Das heißt, wenn ihr dann irgendwann so bei 10 Minuten seid, 10 Minuten gucken, dann 11 Minuten nochmal die Folge, immer wieder von vorne, immer wieder. Und, ach, naja, irgendwann hat man Jirachi. Pokémon Box gibt's übrigens auch noch. Ja gut. Nein, ich bin in den Typen reingelaufen. Und Pokémon Puzzle League gibt's auch noch, was ich aber nicht als Pokémon Spin-Off an sich akzeptiere, weil das eigentlich Panel de Pon ist. Ja gut. Naja, ist schon okay, ne? Aber ja, ist es bestimmt gut, weil es ist wie Tetris Attack und Tetris Attack ist großartig. Pokémon Truzzle, habe ich nie gehört. Truzzle? Trozei. Sagt mir nichts. Pokémate, auch nie gehört. Poké-Battrio. Was hast du für komische Sachen rausgesucht? My Poké-Range gibt's noch, stimmt. War das nicht dieses Wii? Wii-Spiel, ja. Ich hab's Wii? Aber auch nie gespielt. Wii, ja. Ich hab keine Ahnung. Dann haben wir hier noch Pokémon Rumble. Dann Type Adventure, Pika Poképark. Rumble Blast, Poképark 2, Pokémon Conquest, Pokémon Rumble U, Pokémon Tretra, whatever, Tretra Lab, Pokémon Shuffle, Pokémon Rumble World. Hey, wir sind echt alles durchgegangen. Ja, haben wir doch auch mal über alle Spin-Offs geredet. Und guck mal, ich bin sogar schon fast fertig hier mit der Ebene. Das ist doch hervorragend. Müssen wir noch den Chef finden. Aber es gibt noch eins, über das wir noch nicht geredet haben. Was denn? Pocken. Oder Pokémon Tekken, wie es ja Pokémon leider Pokémon Tekken. Ja, Gott sei Dank. Ey, hast du schon Pocken? Nee, das klingt nicht. Ich weiß, es klingt ein bisschen doof, wenn man es im Deutschen ausspricht, aber ich fand jetzt Pocken jetzt nicht so schlimm. Ja. Aber es ist wieder verständlich, warum man es umbenannt hat. Ja. Also ich will mal, wie viele Charaktere werden es am Ende sein? Wie viel hat ein Tekken so normalerweise? 20? Boah, kannst du variieren. Ich glaube, Tekken Tournament hat 30 oder so. Hui. Sogar noch mehr. Gucken wir mal. Also 20 bis 30 würde ich schon sagen. 26 wäre doch eine schöne Zahl. Achte mal oben auf die Trainerin. Keine Augen. Ja, das ist ein bisschen creepy. So, wen dürfen wir denn nach vorne schicken? Ich glaube, sie hat ein Lepumentas, wurde mir direkt am Anfang gesagt. Deswegen packt man Neptun nach vorne. Wenn das Bild hier laden würde, könnte ich dir glatt sagen, wie viele es gibt. Aber ich bin gespannt drauf. Also, ich denke mal, ich werde es mir auch vielleicht dann holen. Aber erst nachdem ich so ein bisschen gucke, was es so alles gibt und was man da so machen kann. Sprich, ich gucke mir dein Let's Play dazu an. Ja, sehr gut. Level 70, ja, das geht noch. Oh, das ist aber nett. Es gibt übrigens 50 Charaktere in Tekken Tag Tournament 2. Ungefähr um den Dreh. Gut. Also ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pro Reihe. Und es sind 4 Reihen komplett. Mhm. Und darüber dann nochmal kleinere Reihen, in denen nochmal 8 sind jeweils. Nicht schlecht. Beziehungsweise 7. Beantworte mir die Frage, warum kann ein Lepumentas Regentanz? Weil es ein Götze ist. Kann es Donner? Um das quasi wenigstens halbwegs sinnvoll zu nutzen? Ich weiß es nicht, glaube nicht. Ah, okay, das wäre ein guter Grund. Wenn dann plötzlich ein Apokalypse mit von Tränen ankommt. Ja, das dich noch nicht mal besiegt. Nein. Das ist traurig. Ja, so ein bisschen. Ich ist leider aber auch nicht. Na komm. Von Tränen zieht jetzt eh nichts mehr ab, von daher.
Oder? Mal gucken. Ne, 7 KP. Tastfluch. Egal, ich wechsle eh jetzt aus wahrscheinlich. Tastfluch ist so fies. Amoroso. Ach, da wäre ich doch gerne drin geblieben. Was setzen wir gegen Amoroso denn am besten ein? Leider keine Pflanzenattacken im Team. Das ist gerade wirklich ein bisschen doof. Ich hätte doch lieber den Donnerblitz jetzt noch gern gehabt, aber... Noch Pluto. Ich glaube, ich gehe auf Neptun und greife mit Wasser an, weil es noch regnet. Oder das. Ich hätte auch sonst den Eisenschädel genommen. Das Ding hat Wassertempo, ne? Für gewöhnlich. Ja. Und trifft mich mit der Hydropumpe. Tja, schlecht. Sehr gut. Das war fast ein One-Hit. Hätte ich jetzt noch meine Wasserdüse. Es hat schon wieder nicht getroffen mit Hydropumpe. Das ist schon fast das so gut wie das... Fast. Ja? Es tut schon fast weh. Ja, aber nicht mir. Ja. Das ist aber auch genauso beim Irokex, beim letzten Trainer. Kopfstoß zweimal. Ging beides mal daneben gegen Erde. Hm. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt 3 Ebenen in den 2 Folgen geschafft. Das war genau das, was ich auch mir vorgenommen hatte. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir schon mal die Hälfte der weißen Baumhöhle hinter uns. Und konnten über einige Themen reden. Ja, ganz viel Pokémon. Yay. Gut. So, ja, Bereiche 6 und Folgen da, geht's weiter nach oben und die sind ein bisschen größer. Gibt es mehrere Stockwerke pro Bereich? Jo. Okay. Problem. Wunderbar. Ach ja, ich kriege einen neuen Schlüssel nebenbei noch. Und zwar den W-Schlüssel. Damit kann ich jetzt auch anderen Spielern verbinden, um den gesperrten Inhalte und Orte freizuschalten. Damit kann ich jetzt anderen auch den weißen Wald hier geben. Das finde ich nebenbei ziemlich cool jetzt, weil... Du kannst hier in Weiß 2 auch die schwarze Stadt haben und umgekehrt. Stimmt, das ging ja. Du musst es quasi einen anderen nur freischalten und rüberschicken und alles. Ich spiele ja auch hier im Hürdenmodus, den du ja auch erst in Schwarz 2 freischaltest, sobald du es durchspielst. Den habe ich auch einfach von Anfang an übernommen. Sehr gut. Der ist nebenbei teilweise echt ziemlich cool, dass die Arenaleiter auch relativ intelligente Pokémon oder Konter-Pokémon gegen ihre Typen haben und auch gute Attacken und allgemein sind ja auch... Ich glaube, hier in der Höhle alle 5 Level höher. Dann Nuzlocke incoming. Hürdenmodus Nuzlocke, yo. Oh, guck mal, wir haben wieder Frühling. Ich habe die Zeit wieder umgestellt, glaube ich. Na gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte, du Spottel. Du Oberspottel, du. Oh Mann. Ich habe gewonnen. Na gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.